Pirlo gegen alle Regeln von Ingo Bott. Düsseldorf. Die junge Anwältin Sophie steht gerade vor der Tür ihres neuen Chefs, Dr. Anton Pirlo, der zwischen Plakaten von Oasis und Muhammad Ali mitten in seinem Wohnzimmer eine Kanzlei eingerichtet hat. Er trägt Flipflops und Jeans und ist nicht nur ein ziemlicher Mistkerl. Insgeheim heißt Pirlo nämlich eigentlich Ramses Khatib und stammt aus einem Familienclan, der sich mit gefälschten Sozialhilfebeiträgen das Leben finanziert. Nachdem er aus den illegalen Machenschaften flüchten konnte, versucht er nun sein Doppelleben geheim zu halten und startet als Strafverteidiger einen Neuanfang. Der erste Fall auf Pirlos und Sophies Schreibtisch: die Witwe Marlene von Späth, die ihren Mann aus Habgier in ihrer Villa mit einem Küchenmesser getötet haben soll. Die Waffe lag griffbereit, niemand außer ihr war in der Villa anwesend. Es scheint aussichtslos, sie zu verteidigen. Die Verurteilung scheint sicher zu sein. Nur nicht für Pirlo und Sophie, denn sie glauben an die Unschuld ihrer Mandantin. Dabei hilft es aber auch nicht, dass von Späth es nicht nur schafft, den Gerichtssaal in ein wahres Medienspektakel zu verwandeln, sondern auch beharrlich zu den Vorwürfen schweigt. Und dann ist da auch noch Pirlos Vergangenheit, die ihn einzuholen droht, als plötzlich seine Familie bei ihm auftaucht. Seine Brüder Ahmed und Mahmed versuchen ins Drogengeschäft einzusteigen und scheitern kläglich. Nun soll Anton Pirlo es richten und das dabei versenkte Geld wiederbeschaffen, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Die einzige Möglichkeit für ihn, das Geld zu beschaffen, ist jetzt nur noch ein Freispruch für Marlene von Späth. Pirlo gegen alle Regeln von Ingo Bott. Jetzt erhältlich bei Hugendubel.